Wir wollen heute einmal über einen Vorfall sprechen, bei dem die Wissenschaft viel zu weit gegangen ist. Ein Menschenexperiment, das bis heute extrem fragwürdig anerkannt wird. Es ist sowohl aus menschenrechtlicher Sicht zweifelhaft, aber auch aus tierrechtlicher Sicht wird es bis heute immer und immer wieder angeklagt und es wird gesagt, dass so etwas nie wieder passieren darf. Wir wollen heute über das Menschenexperiment von dem Kind und dem Affen sprechen. Ein Experiment, bei dem ein menschliches Kind und ein Affenkind, ein Affenbaby quasi, zusammen großgezogen wurden. Was hier genau passiert ist, möchte ich euch jetzt einmal erklären und auch warum das Ganze wirklich schreckliche Folgen hatte. Doch damit wir das Ganze einmal verstehen können, müssen wir einmal in der Zeit etwas zurück. Und zwar um das Jahr 1926, 1927. Denn damals studierte ein gewisser Dr. Kellogg. Er wollte Psychologie studieren, beziehungsweise tat es auch, und er hatte eine Idee immer gehabt, an der er zusammen mit seiner Freundin und späteren Frau klügelte. Seine Idee war nämlich gewesen, dass er in der Vergangenheit viele unterschiedliche Meldungen gelesen hatte von Menschen, die in der Wildnis aufgewachsen sind. Es gab zweifelhafte Quellen aus der Vergangenheit, die besagten, dass Menschen in Wäldern gefunden wurden, die irgendwann als Baby dort ausgesetzt wurden und die dort dann von zum Beispiel Wölfen großgezogen wurden. Quasi Menschen ähnlich wie Tarzan, die in der Wildnis von Tieren eben mitgeschleppt wurden, großgezogen wurden. Sprich einfach Menschen, die mehr den Tieren angenähert waren als den anderen Menschen. Diese wildlebenden Menschen, die eben bei den Wölfen ihre Zeit verbrachten, hatten auf einmal angefangen, alle Verhaltensweisen eines Wolfes zu übernehmen. Diese wilden Menschen knurrten, bellten, grummelten, sie aßen rohes Fleisch genauso wie die Wölfe es taten und liefen auch auf allen Vieren. Diese Menschen lebten also quasi in der freien Wildbahn, abgetrennt von jeder Zivilisation, und dies sorgte dafür, dass sie komplett ihre Menschlichkeit verloren, abseits der Optik, und sich also komplett wie ihre Zieheltern, wie die Wölfe, verhielten. Und dies sorgte dafür, dass eben Kellogg eine ganz besondere Idee hatte. Denn er stellte sich die Frage, was bei der Entwicklung eines Menschen bzw. bei der Entwicklung eines Lebewesens wichtiger ist. Ist es wichtiger, die Natur zu beachten, sprich das, was tief in uns verwurzelt ist, unsere Art, unser Instinkt, ist das eher entscheidend, wie ein Lebewesen sich weiterentwickelt, oder geht es mehr um Überleben, um Nahrungsfindung, um eben voranzukommen? Bei dieser zweiten Hypothese geht es darum, dass es vielleicht wichtiger sein könnte, dass man irgendwie sein Überleben sichert und sich deswegen anpasst an alle Umgebungsmöglichkeiten. Dies wäre dann quasi ein Grund, warum Menschen, die bei Wölfen aufgewachsen, sich danach wie Wölfe verhalten. Als Mensch hat man grundsätzlich die besten Möglichkeiten, weil man ein weiterentwickeltes Gehirn hat, doch weil eben diese Menschen in der Wildnis als die beste Möglichkeit zu überleben nur den Kontakt zu den Wölfen hatten, fingen sie an, sich genauso zu verhalten. Dieses Problem gab es also. Ist eher die Natur bestimmt oder ist eher der Lebenswille bestimmt, wie jemand sich weiterentwickelt? Und wenn das Ganze auf diese Weise funktioniert hat, Menschen, die sich Tieren annäherten, dachte Kellogg, könnte es auch genau anders passen. Wenn man ein menschliches Kleinkind nehmen würde und dieses menschliche Kleinkind zusammen mit einem Tier aufwachsen lassen würde und die beiden Lebewesen exakt gleich behandelt, gleich wie Menschen behandelt, würde dies eventuell dafür sorgen, dass diese beiden Lebewesen sich gleich entwickeln. Könnte man also ein Tier sich so entwickeln lassen, dass er sich dem Menschen annähert? Dies war sein großer Wunsch, das Experiment, was er immer durchführen wollte, doch während seiner Studienzeit hatte er keine Möglichkeit. Weder hatte er die finanziellen Mittel, noch würde irgendjemand sein Kind für so ein extrem fragwürdiges Experiment zur Verfügung stellen. Deswegen musste er bis 1932 warten, als er dann mit seiner Frau ein eigenes Kind bekam. Dieses Kind hieß Donald Kellogg und dieses Kind, auch wenn es natürlich einerseits ein geliebtes, normales Kind von Kellogg gewesen ist, war für ihn unter anderem eben auch einfach ein Testsubjekt. Sein eigenes Kind war sein Experimentiertier, quasi das, woran er sein Experiment, das er schon immer machen wollte, durchführen konnte. Und nun brauchte er natürlich noch ein Tier für sein Experiment. Und hierbei ist natürlich wichtig, das Tier muss klug sein, das Tier muss so schon Ähnlichkeiten zum Menschen aufweisen.
Man kann nicht erwarten, dass man ein menschliches Kind und zum Beispiel einen Hundewelpen zusammen großzieht und beide wie Menschen behandelt, dass auf einmal der Hund anfängt, sich wie Menschen zu verhalten. Dafür ist eben der Hund viel zu unterschiedlich vom Menschen, dafür hat er gar nicht die Möglichkeiten. Aber Kellogg hatte die Idee, dass Menschenaffen, Schimpansen in diesem Fall, dem Menschen so ähnlich sind, dass sie vielleicht tatsächlich in der Lage wären, wie Menschen sich weiterzuentwickeln und vielleicht irgendwann nur optisch von einem Menschen zu unterscheiden waren. Und deswegen sorgte er dafür, dass er eine Adoptivtochter bekam. Eine Schimpansendame namens Gua, die 7 Monate zu Beginn des Experiments war. Zu dieser Zeit, wo eben Gua 7 Monate alt war, war Donald 10 Monate alt. Und ab diesem Moment wurden diese beiden Kinder, wenn man sie so nennen will, genau gleich erzogen. Man behandelte sie exakt gleich. Sie hatten exakt den gleichen Tagesrhythmus. Sie wurden zum Beispiel in Hochsitze gesetzt, wo sie eben dann Essen bekamen. Es wurde ihnen beigebracht, dass sie aufs Töpfchen gehen sollen. Es wurde ihnen beigebracht, wie sie zum Beispiel Löffel oder Gabel benutzen und vieles, vieles mehr. Man tat also alles, um keinen Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier zu machen. Beide sollten sich exakt wie Menschen fortentwickeln können, mit der Hoffnung, dass der Affe, das Gua, am Ende des Experimentes einem Menschen gleicht. Und als man dieses Experiment machte, war man direkt fasziniert von den ersten Ergebnissen. Denn man hatte vielleicht erwartet, dass die beiden sich grundsätzlich ähnlich entwickeln oder dass eben Gua sich etwas langsamer entwickelte. Doch genau das Gegenteil war der Fall gewesen. Das Affenmädchen entwickelte sich viel, viel schneller unter diesen Umgebungsbedingungen, als Donald es tat. Das Affenmädchen Gua konnte binnen kürzester Zeit mit einem Löffel essen. Das Affenmädchen konnte viel schneller logische Verknüpfungen bilden und es konnte auch viel, viel schneller auf Worte und Befehle reagieren. Gua hatte einfach binnen kürzester Zeit einen Verstand sich angeeignet, der den von einem menschlichen Kind bei weitem überschritt. Donald hatte als einzigen Vorteil, dass er sehr gut im Nachahmen gewesen ist. Donald sah immer zu, was seine Schwester machte, was eben diese Affendame machte und machte ihr bei allem nach. Wenn sie mit etwas spielte, spielte er danach damit, damit er eben das Ganze nachmachen konnte. Wenn sie eine Verknüpfung traf, zum Beispiel, dass sie sich auf einen Stuhl stellen musste, um höher zu sein, tat er danach das Gleiche. Das erste, wo allerdings klar wurde, dass dieses Experiment nicht ein reiner Durchläufer wäre, war beim Versuch, dass eben die beiden sprechen lernen sollten. Es ist nie wirklich gelungen, dass Gua einen normalen Wortschatz bekam. Die Idee von Kellogg war gewesen, dass Gua wie ein normaler Mensch reden sollte. Er wollte es hinkriegen, dass dieser Affe eben ganz normale menschliche Worte ausspricht, doch dies war nicht möglich gewesen. Der Körper eines Affen, die Stimmbänder eines Affen, sind nicht in der Lage, menschliche Töne zu erzeugen und man hätte es wahrscheinlich auch rein mit dem kognitiven Level des Affen nicht geschafft, menschliche Sprache beizubringen. Anders als zum Beispiel bei einem menschlichen Baby oder Kleinkind, wo es relativ natürlich ist, dass dieses Kind mit der Zeit Sprache lernt, allein schon dadurch, dass dieses Kind die eigenen Eltern beobachtet, wie die miteinander oder anderen reden. Gua konnte nie die menschliche Sprache lernen, im Sinne von, dass sie sie replizieren konnte. Andererseits konnte Gua tatsächlich Sprache verstehen. 95 Wörter soll sie angeblich verstanden haben. Unter anderem, wenn man ihr sagte, sie sollte auf ihren Fuß zeigen, wusste sie exakt, was gemeint war. Sie konnte auf unterschiedlichste Körperteile zeigen. Sie konnte anzeigen, wenn sie auf Klo musste. Sie konnte anzeigen, wenn sie essen wollte. Sie verstand sogar teilweise Gespräche, die man mit ihr führte. Gua war also extrem intelligent gewesen, was faszinierend war. Sie schaffte es sogar, sich einen menschlichen Gang anzueignen, noch bevor ihr menschlicher Bruder es konnte. Denn während dieser immer noch nur krabbeln konnte oder nur ein paar Schritte machen konnte, war Gua schon in der Lage gewesen, auf 2 Beinen relativ gerade zu laufen. Etwas, was am Anfang des Experimentes schwierig war, aber später zu einer relativen Routine wurde für sie. Sprich, sie hat sich wirklich extrem gut weiterentwickelt und Kellogg hatte Hoffnung, dass das Ganze funktionieren würde.
Muss an dieser Stelle aber eines sagen. Das Ganze klingt jetzt einfach nur nach simplen Experimenten, nichts weiter. Doch Kellogg hat, wie es zur damaligen Zeit normal gewesen ist, auch zu härteren Mitteln gegriffen. Er wollte so zum Beispiel einmal die Anatomie von dem menschlichen Kind und dem Affenkind untersuchen und wollte dafür eben genau auf die Töne achten, die der Schädel erzeugt, um darüber Aussagen treffen zu können. Deswegen nahm er einen Metalllöffel, band eben sein eigenes Kind und die Affendame fest und schlug mit dem Metalllöffel, nicht super stark, aber schon mit einer gewissen Kraft, auf den Hinterkopf der beiden. Dabei hörte er genau hin, was deren Köpfe für Töne machten. Dies war natürlich etwas, was sowohl dem menschlichen Kind als auch dem Affenkind wehtat, und er tat es immer und immer wieder, weil es für seine Wissenschaft eben förderlich gewesen ist. Oder auch zum Beispiel, er setzte die beiden nebeneinander und schoss hinter ihnen mit einem Revolver. Dies war natürlich ein unfassbar lautes Geräusch, was direkt hinter den beiden ertönte und natürlich sofort Panik in ihnen auslöste. Besonders Gua wurde beobachtet, wie sie unfassbare Panik vor eben einem Pistolenschuss hatte oder anderen lauten Geräuschen. Sie sorgten also dafür, dass eben die beiden Kinder bzw. die beiden Kleinkinder, der Affe und der Mensch, Angst entwickelten vor jedem lauten Geräusch. Sie verstörten also diese lebenden Wesen nachhaltig. Oder zum Beispiel auch gab es das Problem, dass wenn Seifenblasen irgendwo zu finden waren, Gua die essen wollte, weil sie eben ein Affe war. Damit sie damit aufhörte, nahm Kellogg ein Stück Seife, also einen Seifenbarren, und schob ihr den in den Mund, um zu zeigen, dass das nicht schmeckt, um ihr zu zeigen, dass das schlecht ist. Etwas, was natürlich auch extrem quälend für das Tier ist. Was ich damit sagen will, ist, dass Kellogg in der Zeit dieses Experimentes immer und immer wieder zu unfassbar fragwürdigen Mitteln griff, nur um seine Thesen zu beantworten oder um irgendwelche neuen Dinge herauszufinden. Dies nun erzählt sind grob die Sachen, die bei diesem Experiment passiert waren. Doch man fragt sich jetzt natürlich, war das Experiment am Ende ein Erfolg? Wie lange lebten diese beiden zusammen oder lebten sie vielleicht zusammen, bis sie 18 oder sonst etwas waren? Und das ist nicht so. Nach rund 9 Monaten musste dieses Experiment abgebrochen werden. Und zwar wurde es hauptsächlich von der Frau von Kellogg abgebrochen. Denn man bemerkte etwas mehr als Beängstigendes. Denn während der Affe natürlich relative Fortschritte machte, den Menschen nachzueifern, hatte Donald das Problem, dass er nicht den Menschen nachmachte, sondern seine Affenschwester nachahmte. Wie ich vorhin gesagt habe, hat er immer sehr viel das getan, was seine Schwester vor ihm getan hatte. Und deswegen kam es eben auch dazu, dass Donald sich aneignete, sich komplett wie ein Affe zu verhalten. Mehr noch als wie ein Mensch. Er war also in seiner eigenen Fortbildung, seiner eigenen Entwicklung extrem zurück. In einem Alter, wo andere Kinder schon ganze Sätze bilden konnten, war er in der Lage, nur 3 Worte zu nennen. Was er allerdings relativ gut konnte, war Affengeräusche nachahmen. Er schrie, genauso wie Gua es tat, wenn er etwas zu essen wollte. Er machte seltsame bellende Geräusche oder seltsames Grunzen, wenn er böse war. Er machte also alles, was Gua auch machte. Er verhielt sich wie ein Affe, sprich er eignete sich eher die Eigenschaften von Gua an und nicht Gua sich die Eigenschaften ihres Bruders. Die weiteren Probleme sind unzählig, die dort aufgetreten waren. Und die Angst in der Frau von Kellogg war so groß gewesen, dass eben ihr Sohn sich niemals normal weiterentwickeln könnte, dass sie sagte, dieses Experiment muss unbedingt abgebrochen werden. Man weiß nicht, ob Kellogg einverstanden war oder komplett einverstanden war mit dieser Entscheidung, aber er gab nach und das Experiment wurde eingestellt. Gua wurde in einen Zoo gebracht, wo später noch andere Experimente an ihr durchgeführt wurden, und Donald konnte sich tatsächlich zu einem normalen Menschen weiterentwickeln. Es gab damals die Besorgnis, dass er vielleicht niemals ein normaler Mensch werden könnte wegen diesem Experiment, doch tatsächlich schaffte er es, ein normaler Erwachsener zu werden und studierte sogar an der Harvard-Universität Medizin. Bevor ich jetzt allerdings euch das Gefühl gebe, dass diese Geschichte ein Happy End hat, muss man sagen, dass als seine beiden Eltern starben, er danach sich sein eigenes Leben nahm. Nicht unbedingt, weil er so traurig war, dass seine Eltern nicht mehr lebten, sondern vielmehr, weil jetzt, wo sein Vater nicht mehr da war, er alleine in der Kontrolle über sein Leben war.
Es gibt die Theorie, dass sein Vater entweder eine extreme Macht über ihn hatte und ihn zu allem zwang, ihn dazu immer wieder aufforderte, der Beste zu sein, und dass dieser psychologische Druck irgendwann in Donald das Gefühl ausgelöst hatte, er will dieses Leben nicht mehr und er hat es deswegen beendet. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass er eben extrem depressiv war als Folge von dem damaligen Experiment. Entweder weil er damals quasi nicht wie ein Mensch behandelt wurde und das nachhaltig Schäden in ihm ausgelöst hatte, oder weil er, ähnlich wie Menschenkinder, die getrennt werden, als kleines Kind das Gefühl hatte, dass ihm seine echte Schwester, in diesem Fall Gua, entrissen wurde. Es gibt unterschiedliche Theorien, doch was klar ist, ist, dass irgendetwas im Verstand von Donald nicht stimmte. Dieses Experiment ist bis heute extrem zweifelhaft. Einerseits, weil sowohl das Kind Donald hier gequält wurde, als auch der Affe, aber auch, weil man nicht mit einem Menschenkind solche Experimente durchführen darf. Auch mit einem Tier sollte man solche unethischen Experimente nicht machen und heutzutage wäre es nicht mehr erlaubt, diese Experimente durchzuführen. Das war auf jeden Fall dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.